unser Kamingespräch. Ich darf ganz herzlich Jens Andersen begrüßen. Und zwar heute an seinem zweiten Arbeitstag in seiner neuen Rolle. Jens Andersen ist seit dem 1. März der neue Generalsekretär der NGVA, des Europäischen Gasfahrzeugeverbandes. Dr. Andersen war ja, und ich denke, er ist hier in diesem Kreis durchaus sehr bekannt, lange Jahre verantwortlich für Fahrzeugprojekte, für Motorenentwicklungsprojekte bei ja, dem größten Automobilkonzern der Welt, bei Volkswagen, hat das Thema Erdgasmobilität ja auch sehr, sehr maßgeblich mitgeprägt, sowohl auf der technischen Entwicklungsseite, aber auch durchaus in der Einflussnahme auf die politischen Randbedingungen. Sowohl hier in Berlin als auch in Brüssel war er auch sehr aktiv und war nicht zuletzt auch, das möchte ich an der Stelle nicht unerwähnt lassen, ja auch im Beirat der Erdgasmobil seinerzeit. In den letzten Jahren hat er sich sehr intensiv als Beirat, als Berater auch in verschiedenen Projekten in der Automobilbranche, in der Zulieferbranche auch einen Namen gemacht. Und ich freue mich sehr, dass wir ihn tatsächlich gewinnen konnten, die Aufgabe des Generalsekretärs in Brüssel zu übernehmen, das Team, was wir dort aufgebaut haben, auch zu führen und die Nachfolge von Andrea Gerini, der jetzt zum Ende Februar wieder zurück zu seinem alten Arbeitgeber nach Italien gegangen ist, dann zu übernehmen. Jens, ja, zweiter Arbeitstag heute, Sprung ins kalte Wasser. Was hat dich denn dazu bewegt, diesen Schritt überhaupt zu gehen? Meine Begeisterung für das Thema, die ist nach wie vor vorhanden. Und eigentlich ist das so ziemlich das einzige Thema, wo ich gedacht habe, da kannst du dich wirklich, Jens, nochmal richtig einbringen mit all deiner Erfahrung. Und deswegen habe ich da auch spontan zugesagt, ich freue mich total darauf. Und der Sprung ins kalte Wasser war auch vorhanden. An meinem ersten Arbeitstag in der ersten Stunde hatte ich bereits mit einem Vertreter der EU-Kommission eine Videokonferenz zum Thema natürlich Gase, nachhaltige Gase im Mobilitätssektor. Insofern war tatsächlich ein Sprung ins kalte Wasser. Ja, Begeisterung für die Sache, wobei man natürlich auch klar sagen muss, Tim, die Situation hat sich ja durch das Thema 2050 und CO2-Neutralität gerade in den vergangenen Jahren doch deutlich geändert. Insofern muss man natürlich auch seine Aktivitäten entsprechend adjustieren und anpassen. Aber eins noch, du hast zu Anfang den Kamin angesprochen. Wir machen ja ein Kamingespräch. Genau. Meine Begeisterung geht auch über das Mobilität hinaus. Der läuft natürlich mit Biomethan, wie du dir denken kannst. Okay, nicht mit Holz, sondern mit Gas, das würde ich So ist das. beeindrucken. Ich hasse Holzbrand. Wir haben jahrelang in einem Ort gewohnt, so bei inverser Wetterlage und dann Holzkamin, das ist unangenehm, da kann man dann kein Fenster mehr aufmachen. Also das nur so am Rande. Da tust du ja meinen Vorfahren Unrecht. Die Köhler haben ja für die Kohle gesorgt. Aber umso besser, das ist Biomethan ist die neue Kohle, die neue Holzkohle. Das ist eine gute Entwicklung. Wir haben ja gerade auch aus verschiedenen Perspektiven gehört, so ganz einfach ist es aktuell nicht. Wir sehen in der Politik, dass da eine klare Fokussierung auf die Elektromobilität herrscht, dass wir doch an vielen Stellen Diskussionen führen müssen, wo wir geglaubt haben, von denen wir geglaubt haben, dass sie eigentlich schon längst ausgestanden sind. Von der Substanz her, ich meine, du bist ja Ingenieur, hast ja viele Sachen auch entwickelt. Was lässt dich da in deiner Überzeugung so stabil stehen, dass du sagst, ja, das ist ein Thema, was klappt, was richtig ist und ist nicht irgendwie eine Geschichte von gestern? Man muss seine Aktivität ein bisschen verlagern. Es ist ganz klar, dass wir, das haben wir auch im Verlaufe des Tages heute schon mitbekommen, dass sich tatsächlich das Thema Gase im Mobilitätssektor in Richtung Schwerlastverkehr, in Richtung Flugzeugantriebe, aber auch für den maritimen Sektor bewegen wird. Mit den LNG-Trucks ist uns ja wirklich einiges jetzt gelungen. Da sind wir sehr erfolgreich. Ich meine, wir haben jetzt, wurde auch schon gesagt, etwa 15.000 LNG-Trucks im europäischen Markt. Wir haben 350 LNG-Tankstellen europaweit. Insofern haben wir dort eine Infrastruktur, die man im Falle der Versorgung mit nachhaltig erzeugtem Methan wunderbar glattstellen kann hinsichtlich CO2-Neutralität. Das macht mich zuversichtlich, dass wir dort zum einen einen Weg finden,
für das Methanmolekül. Was mich auch zuversichtlich macht, ist, dass zum Thema Wasserstoff doch einiges in der Branche passiert, auch in technologischer Hinsicht. Das Thema Antriebe wird sehr zeitintensiv diskutiert und selbst der wasserstoffbetriebene Verbrenner ist nicht nur in Diskussion. Dort laufen etliche Entwicklungsprojekte. Das eine oder andere Wort dazu haben wir heute auch schon gehört. Das ist in der Tat so, dass Ingenieurgesellschaften dort intensive Vorarbeit leisten, denn mittlerweile ist es so, dass man mit einem richtig ausgelegten, mit gasförmigen Energieträger versorgten Verbrennungsmotor auf thermodynamische Wirkungsgrade von an die 50% kommt. Das okay. ist tatsächlich darstellbar, wenn man es richtig macht. Zieht man dann noch in Betracht, dass man ja auch das Thema Hybridisierung dabei auch noch mit einbringen kann und dann für unterschiedliche Lastpunkte unterschiedliche Energieformen verwenden kann. Also für kurze, hohe Lasten nimmt man, was weiß ich, Beschleunigungsvorgänge, den elektrischen Energiespeicher und für die Strecke nimmt man dann den Wasserstoff aus der Brennstoffzelle oder aber aus einem Verbrennungsmotor, wie ich es jetzt hier kurz skizziere, dann ist das vom Wirkungsgrad her nicht weit von der Brennstoffzelle entfernt, wirklich nicht weit. Und es ist erheblich preiswerter und es ist auch wirtschaftlicher. Und den Wasserstoff selbstverständlich aus nachhaltigen Quellen zu beziehen, ist dann die Grundvoraussetzung. Und so kann man dort einen guten Beitrag leisten. Wenn man jetzt einigen zuhört, dann könnte man ein Zukunftsbild haben. Pkw werden alle elektrisch, die Lkw werden mit Wasserstoff-Brennstoffzellen betrieben. Das, was übrig bleibt, das machen wir dann mit synthetischen, flüssigen Kraftstoffen. Wo ist denn der Platz überhaupt noch für den Gasmotor und für das Methanmolekül, von dem du gesprochen hast? Der Platz ist definitiv ist von Frau Haferkamp auch eben gesagt worden, lange Strecken, hohe Lasten. Da ist der Platz für den gasförmigen Kraftstoff. Wir dürfen auch nicht vergessen, eigentlich, das ist ja schon sonderbar, dass wir nach wie vor so hohe Absatzzahlen für Diesel-LKWs haben, obwohl wir über bessere umweltfreundliche Technologien verfügen. Und auch es ist ja eben auch gesagt worden, wir könnten den Schwerlastverkehr in Deutschland komplett CO2-neutral stellen über Biomethan. Dass wir da nicht die passenden politischen Rahmenbedingungen haben, dass wir zumindest mit größeren Schritten in diese Richtung gehen. Das ist schon, ich sag mal verwunderlich, vorsichtig ausgedrückt. Bei den Schiffen führt eigentlich an Flüssigmethan derzeit kein Weg vorbei. Ich sehe da eben keine Alternative, um dort die Emissionen deutlich herunterzubekommen. Insofern, der Platz ist da. Kommen wir aber nochmal zum Pkw zurück. Das interessiert ja auch viele. Das ist schon kritisch. Und hier würde ich gerne nochmal das Thema Schweiz als Laborsituation heranziehen. Es ist schon erstaunlich, dass die Schweizer, sind die neutralen Schweizer, die sich die Dinge auch dann wirklich rational und sachlich angucken, dass die in der VCS-Bestenliste für PKWs bei PKWs mit verbrennungsmotorischen Antrieben, die ersten 9 Plätze sind ausschließlich belegt mit CNG-Fahrzeugen. Ne? Das zeigt eigentlich, wenn man das Thema sehr neutral und sachlich angeht, dass die Frage, was ist der umweltfreundlichste verbrennungsmotorische Antrieb, dass die Antwort dafür ganz klar ist. Aber trotzdem wird der CNG-Pkw es europaweit schon schwer haben. Nichtsdestotrotz wollen wir natürlich versuchen, auch dort angesichts dessen, was ich eben gesagt habe, was zu erreichen. Du wirst ja in Brüssel an der Schnittstelle zwischen, sag ich mal, den technischen Akteuren, Tankstellenbetreibern, Fahrzeugherstellern, Gasindustrie und auf der anderen Seite der Politik, also Europaparlament, Kommission, dann auch tätig werden. Vielleicht aber da erstmal vorneweg die Frage, wie läuft es denn überhaupt in Brüssel jetzt in Corona-Zeiten? Wie arbeitet man denn da überhaupt als Lobbyist für die Gasfahrzeuge? Das funktioniert und es funktioniert erstaunlich gut. Ich bin beeindruckt. Da ist auch dank meines Vorgängers gute Arbeit geleistet worden. Es läuft alles online ab und es bilden sich auch gerade zu unseren Themen nachhaltige Mobilität neue Koalitionen. Das finde ich sehr positiv. Man rückt näher zusammen. Beispielsweise wurde
wurde so ein Brief, ein Joint Letter im letzten Jahr noch abgesetzt zum Thema nachhaltige Mobilität mit erneuerbaren Gasen. Haben sich 39 europäische Verbände zusammengetan und die Politik entsprechend das adressiert an die Politik. Und sie nimmt das auch wahr und reagiert darauf. Und es laufen dann entsprechend auch die Gespräche, Diskussionen. Und man bittet uns auch darum, hier einen Beitrag mit Zahlen, Daten, Fakten zu leisten. Also da bin ich sehr positiv erstaunt. Das läuft. Also Verbände auf der einen Seite, Politik auf der anderen Seite sind voll im Homeoffice oder wo auch immer, wie auch immer, digital auch verfügbar und greifbar. Und das funktioniert. Genau. Auch großes Engagement, die Themen an der Stelle gerade in dieser Zeit voranzubringen. Also wirklich gut. Von daher dürfte kein Stillstand der Rechtspflege zu erwarten sein, was jetzt auch so die großen Themen anbetrifft. Was sind da so die großen Punkte, die du jetzt zu Beginn auch gleich anpacken wirst auf der regulatorischen Seite? Was steht da auf der Agenda der Kommission? Wir haben heute Morgen ja doch auch schon ein bisschen was gehört von dem Kabinett. Das zentrale Thema ist natürlich die Revision dieser CO2-Flottenemissionsgrenzwerte und die Integration der Vorkette in diese Gesetzesgebung. Da gibt es ja einige wirklich auch interessante Vorschläge, um auf eine faire Art und Weise die Klimaneutralität von Kraftstoffen mit zu berücksichtigen. Thema Frontier Economics, das wird sehr ernsthaft behandelt. Das ist erstmal die primäre Baustelle, die wir zu bearbeiten haben. Dort ist die Zeit ja auch knapp. Und hier gilt es, ja wirklich mit Zahlen, Daten, Fakten Aufklärungsarbeit zu leisten. Nicht nur in Richtung Politik, sondern auch in Richtung Öffentlichkeit. Und auch das wird eine meiner anliegendsten Aufgaben jetzt sein, dort auf dieses Thema aufmerksam zu machen. Es ist uns ja schon mal gelungen, als wir in Deutschland das Thema CNG vor einigen Jahren doch sehr gut nach vorne gebracht haben. Und jetzt wollen wir auf das Thema nochmal aufmerksam machen, natürlich im Zusammenhang auch mit dem Schwerlastverkehr. Du steigst ja jetzt mehr oder minder einen fahrenden Zug ein. Das Thema der Flottenregulierung wird ja schon länger diskutiert. Du musst jetzt die nächsten Monate das natürlich aufgreifen und umsetzen. Was hast du vorgefunden? Ist das eine gute Basis, auf der man den Start vernünftig machen kann, sodass man da auch hoffentlich dann auch die entsprechende Erfolge zeitigt? Absolut. Die über 100 Mitglieder haben dort zwar ein kleines, aber wirklich kompetentes Team. Wir haben da einige richtig gute Experten, Politologinnen dabei, die das entsprechend gut vorbereiten. Wir sind gut vernetzt mit den Mitgliedern der Kommission bzw. den einzelnen Gruppierungen da, DG Klima, DG Grow, mit denen wir schon Gespräche geführt haben. Das ist eine exzellente Basis. Wir müssen das mal flankieren noch mit Kommunikation in die eine oder andere Richtung und was man natürlich jetzt betonen muss, das Thema Nachhaltigkeit. Insofern ergibt sich da auch noch ein bisschen Handlungsbedarf auch für mich, aber die Basis ist ausgesprochen. Du hast gerade schon über Allianzen gesprochen, über Partner. Wer steht da an unserer Seite im gemeinsamen Kampf? Starker Partner ist zum Beispiel der Biogasverband, der Europäische Biogasverband. Sehr, sehr gut, aber auch die Kfz-Zulieferindustrie. Wenn es uns gelingt, hier einen weiteren Pfad aufzumachen, der Sinn macht in Richtung Nachhaltigkeit, nämlich auch noch eine Zeitweise mit den Verbrennungsmotoren, dann ist das nicht nur im Interesse der Pkw- und Nutzfahrzeughersteller, also der OEMs, sondern auch im Interesse der Zulieferindustrie. Da geht es um Arbeitsplätze, das ist dann die soziale Komponente an der Stelle. Und insofern haben wir da beispielsweise zwei wirklich starke Mitstreiter, gefällt mir gut. Und es ist tatsächlich so, dass auch der maritime Sektor auf uns zukommt und dass wir dort auch eine Allianz haben oder die finde, habe ich vorgefunden. Auch das werden wir, da gehe ich von aus, ausbauen. Ne? Wir führen ja schon seit geraumer Zeit die Diskussion, wo wird das Thema der Gasfahrzeuge hingehen, in welchen Segmenten werden wir uns da auch stärker tun. Die NGBA hat ja schon sehr lange auch das Thema Schwerlastverkehr mit LNG aufgebaut, noch schon lange bevor es eigentlich in Deutschland auch tatsächlich tragfähig wurde. Mir ging es immer so, ich habe sehr viel Inspiration aus dem Ausland, aus Italien, aus Großbritannien, aus Schweden mitgenommen, um hier in Deutschland auch den Markt auch zu entwickeln. Gleichzeitig war Deutschland immer sehr, sehr stark im Bereich der PKWs, was wir im Ausland nicht so stark gesehen haben.
Was ist so die große Entwicklungslinie? Welche Segmente werden sich europaweit tatsächlich entwickeln für das Thema Gasmobilität? Insbesondere natürlich auch die Frage, wie geht es weiter mit dem Pkw? Also zunächst einmal, wenn man das europäisch betrachtet, dann haben wir zwar die großen Märkte mit Frankreich, Italien, Deutschland, was das Thema Gase im Mobilitätssektor angeht. Da gibt es aber noch andere interessante Märkte oder auch Initiatoren, die wir an der Stelle auch als Kooperationspartner haben. Das sind die Skandinavier, vor allem die Schweden, aber auch die Finnen sind an der Stelle sehr daran interessiert, hier Allianzen zu bilden und dann auch dies entsprechend Aufklärungsarbeit in Brüssel zu leisten. Was jetzt die Perspektive für die einzelnen Segmente angeht, ich habe eine langjährige Erfahrung in der Automobilindustrie und Energiepolitik, ich meine, das ist jetzt dein Metier, Tim, aber du wirst mir sicherlich zustimmen, ist immer eine national geprägte Thematik. Die Automobilindustrie hat alle Regionen der Welt, sei es Südamerika mit Ethanol, sei es Nordamerika mit niederoktanigen Benzinmotoren, sei es China mit Benzinmotoren, keine Diesel, aber auch Europa mit der Single-Solution-Dieselantrieben im Pkw-Sektor. Sprich, die europäische Automobilindustrie war immer in der Lage, diese Märkte mit den entsprechend erforderlichen Produkten abzudecken. Diese heterogene Landschaft, die werden wir für mein Dafürhalten weitestgehend beibehalten. Da spielt doch jeder aufgrund seiner lokalen Spezifika sein eigenes Thema, hat seine eigene Politik und entsprechend müssen wir uns auch als Industrienation, das gilt eigentlich für Europa insgesamt, auch breit aufstellen. Ein weiteres Argument für diejenigen, die sagen, wir brauchen mehr als nur eine Technologie. Ne? Zumal man muss auch ganz klar sagen, mit unseren weltbesten Verbrennungsantrieben, ich bin nicht old school, ich muss den nicht auf Dauer haben, aber mit unserem Asset, die verbrennungsmotorischen Antriebe, seien sie rein verbrennungsmotorisch, aber vor allen Dingen hybridisiert, sind wir Weltspitze und geben dieses Asset auf und bekommen einen zusätzlichen Druck aus dem großen ostasiatischen Markt China. Und in diesem ganzen Kontext muss man das Thema, welches Segment, welches Land wird, welche Antriebe nutzen, muss man das tatsächlich sehen. Also Tim, sorry, da gibt es keine einfache Antwort. Es wird heterogen bleiben. Kommen wir zu der Frage, was jetzt natürlich vor dir liegt. NGVA, der zweite Arbeitstag, jetzt geht es richtig los. Du wirst ja sicherlich schon ein paar Gedanken gemacht haben, was tatsächlich anzupacken ist. Viele Sachen werden natürlich durch die Politik bestimmt. Ich vermute mal, wie gesagt, das Thema CO2-Flottenrichtlinie wird euch sehr, sehr intensiv beschäftigen. Ja. Aber wir haben natürlich auch etwas langfristigere Themen, die wir anlegen wollen. Das Thema Klimaneutralität ist ja durch Ursula von der Leyen gesetzt worden, ist ein Ziel, was natürlich auch die Gasfahrzeuge betreffen wird. Und da brauchen wir wahrscheinlich auch eine Perspektive. Das würde mich mal interessieren, was du da vorhast. Und da möchte ich gerne auch noch gleich eine Frage dran knüpfen, die im Chat gerade formuliert wurde. Die finde ich nämlich auch ganz spannend. Sieht sie auch ein Stück weit auf die Kommunikation, die wir in Brüssel betreiben wollen. Womit und wie will die NGVA ein Gegengewicht zu unseren Freunden von Transport and Environment schaffen? T&E als doch sehr, sagen wir mal, kommunikationsstarke NGO, die sich regelmäßig gegen Gasfahrzeuge auch ausspricht. Also zunächst erstmal zur Strategie. Die Strategie der NGVA Europe muss im Grunde die Strategie Europas hinsichtlich Klimaneutralität widerspiegeln. Insofern ist es eigentlich Zeit, an der Stelle über eine grundsätzliche adjustierte Ausrichtung nachzudenken. Und es stellt sich auch die Frage, ob man an der Stelle sich ausschließlich auf das Thema Natural Gas auch in der Namensgebung beschränken sollte. Damit gebe ich im Grunde schon so ein bisschen die Antwort vorweg. Na, selbstverständlich nicht. Und das Thema Nachhaltigkeit muss Programm werden. Entsprechend ist dann eine Diskussion anzuschieben mit den Boardmitgliedern und selbstverständlich mit allen Mitgliedern der NGVA Europe. Das Thema Wasserstoff mit einzubeziehen und das Thema Nachhaltigkeit im Verkehr einzubeziehen und die entsprechenden Programme dazu auch zu entwickeln. Da geht es um Kommunikation und es geht am Ende um Glaubwürdigkeit. Ne? Gegengewicht zu T&E.
Ich teile das sind schon gute Ingenieure, die da viel mit Zahlen, Daten, Fakten arbeiten. Aber ich teile zum Beispiel das Thema Methanemissionen in der Vorkette wenig. Dort ist in der Gasindustrie sehr, sehr viel getan worden. Und wenn ich dann rüberschaue zur Regulierung in Kalifornien, das California Air Resources Board hat schon vor einigen Jahren in seinen Gesetzen berücksichtigt, dass Trucks, die in den USA bzw. in Kalifornien betrieben werden, mit nachhaltig erzeugten Methan, zum Beispiel aus Reststoffen, das kann Stroh sein, das kann auch Gülle sein, dass dort ein negativer Carbon Footprint gesetzlich verankert ist. Das heißt, das spielt einzig und allein die Rolle, was tun wir für den Planeten? Ich finde das sehr gut und diese Diskussion möchte ich auch ganz gerne nochmal anstößen. In einigen Facetten ist das heute auch schon angeklungen und da würde ich mich auch durchaus einer Diskussion mit T&E stellen. Gegengewicht, man muss mal schauen, wie sich der politische Betrieb dort an der Stelle weiterentwickelt. Aber als Ingenieur stehe ich natürlich auch für Zahlen, Daten, Fakten. Das Ich ist glaube, ein wichtiges Argument haben wir ja heute Vormittag auch schon gehört. Herr Botha hat das uns ja auch dargestellt. Es geht am Ende, und da denke ich, kann man auch die NGOs packen, geht es ja um die Einhaltung des Temperaturziels. so. Und da ist am Ende das CO2-Budget entscheidend. Und das führt dann, gerade wenn wir es mit fähigen Ingenieuren, die sicherlich bei T&E auch zu finden sind, zu tun haben, auch immer dahin, dass es ja um das Integral geht. Es geht ja darum, es geht ja nicht nur darum, welches Ziel wir erreichen, sondern der Weg dahin ist ganz entscheidend. Also wenn ich mir viel Zeit lasse, um das Ziel zu erreichen, habe ich möglicherweise so viel CO2 in die Luft entlassen, dass ich das große Ziel der Einhaltung des CO2-Budgets nicht einhalte. Also jede eingesparte Tonne zählt. Das ist genau richtig, Tim. Es ist eigentlich so, dass es jetzt schon absehbar ist, dass wir Treibhausgase aus der Atmosphäre werden herausziehen müssen, um das 1,5-Grad-Ziel in 2100 zu erreichen, weil wir zu langsam gestartet sind. Deswegen ist ja auch gerade die Diskussion, wie bekommen wir die Flotte, die heutige existierende Flotte in den CO2-Emissionen runter, wirklich wichtig und richtig. Wir riskieren gerade, dass wir extrem ansteigende Wassermeeresspiegel haben werden. Das 1,5-Grad-Ziel ist fast nicht mehr zu erreichen. Nochmal zurück zum Thema Biomethan. Da bietet es sich gerade an, die Methanemissionen, die wir durch das Verklappen von organischen Abfällen auf den Feldern haben oder aus Kläranlagen, dass wir diese vermeiden, auch aus der Landwirtschaft und sie zum Beispiel im Verkehr einsetzen. Das wäre dann eine CO2- oder eine Treibhausgassenke, so gesprochen. Also wir haben großen Handlungsbedarf, die existierende Flotte muss runtergefahren werden. Und wir haben alle Argumente in der Hand offensichtlich. Und das Allerbeste, meine Damen und Herren, Sie haben es gesehen, wir haben einen hochmotivierten, sehr kompetenten Generalsekretär in Brüssel, der für uns tatsächlich das Thema anpackt und wirklich mit viel Drive dem Thema Gasfahrzeuge nicht nur so, wie es heute ist, mit Schwung geben wird, sondern auch tatsächlich die Zukunftsherausforderung, die vor uns allen liegt, das Ziel der Klimaneutralität auch aktiv anpacken will. Lieber Jens, ich wünsche dir einen sehr guten Start in deiner neuen Rolle und wünsche dir und vor allen Dingen auch unserem Team in Brüssel ein gutes Gelingen, viel Erfolg bei den auch anstehenden Aufgaben, jetzt gerade im Bereich der CO2-Flottenrichtlinie. Danke dir, Tim. Danke, dass ich hier dabei sein durfte und Gratulation schon mal für das gelungene Symposium hier heute. Alles Gute an den heimischen Kamin. Bis Danke. bald. Ich mache jetzt weiter. Wir machen jetzt weiter, genau. Und zwar weiter geht's tatsächlich, meine Damen und Herren, mit einem nicht unwichtigen Tagesordnungspunkt. Es steht wieder eine Kaffeepause an. Nutzen Sie diese, auch den Networking-Bereich zu besuchen. Dort können Sie andere Konferenzteilnehmer treffen und sich mit ihnen informell austauschen, so wie es bei Konferenzen üblicherweise der Fall ist. Wir sehen uns wieder alle zusammen um 15:15 Uhr zu der Abschlussrunde für diesen Nachmittag.